Daten. Wir brauchen auch noch ein Fossilienzentrum. Verstanden. Mit diesen Gebäuden setzt Biosyn Maßstäbe in der Biotechnologie. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2, der zweiten Kampagne. Ja, ich habe gerade das Spiel geladen und auf einmal haben die angefangen zu babbeln, wie blöd. Wir müssen aktuell dieses Betriebsgerätegebäude, Expeditionszentrum und Fossilienzentrum sollen wir jetzt bauen. Die haben jetzt eiskalt reingebabbelt. Finde ich Frechheit. So. Gerade überlegen, wo ich das hinsetze. Ich würde es also weiter hier in der Ecke bauen. Wir haben hier rein theoretisch noch Platz. So. Und wir lassen dann den Weg. Quasi da drin enden. Genau. Perfekt. Jetzt muss das beides nur noch fertig gebaut werden. Und dann sollten wir hier gut dran sein. Arsch, jetzt ziehen sie in Herden. Ich hörte, wir sind bereit, ein Team auszusenden? Ganz richtig. Gut, als erstes geht es auf Bernsteinsuche. Dieses Tal wurde nicht zufällig ausgewählt. Dieses Gebiet ist reich an Bernstein und ich plane, das für Biosyn auszunutzen. Insekten eingeschlossen in prähistorisches Baumharz. Das brauchen wir. Da fangen unsere Saurier an. Der Bernstein wird die Zeitkapsel sein, die uns mit der Ära der Saurier verbindet. Ein milliardenschweres Fenster in die Vergangenheit. Ramsay, unsere Wissenschaftler sollen aus den Fossilien rauskriegen, was sie können. Das erhöht unsere Genomvielfalt. Absolut. Bin dabei. Und was ist unser Endziel? Erneut das Unmögliche zu schaffen. Wir nehmen doch einfach euch mal hier. Ich brauche 5, also kann ich euch nehmen, richtig? Und dann sollen sie das jetzt gerade mal machen. Verbessertes genommen. Oh, shit. Ich hätte davor die Aufgabe lesen sollen. Ja, dammit. Interesting. Schaut so aus, als ob der Strom sozusagen in dem Fall hier von der Richtung fließt. Oder... Hä? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, oder? I don't fucking think so. Also ich vermute mal, die fahren jetzt alle mit der unterirdischen Bahn auf die Forschungsstation. Weil die Straßen werden in dem Fall eigentlich gar nicht gebraucht. Was natürlich ganz cool ist. Wir müssen jetzt nur warten, dass ich sozusagen das... Was ich angefangen habe, natürlich beende, weil das war ziemlich dumm. Und dann gehen wir auf den Dimetrodon. Dann... Warte, Dimetrodon. Dann muss ich den Dimetrodon nur finden. Dimetrodon, natürlich ein Fleischfresser. Ach, ich hätte dich auch schon... Das hätte gereicht. Verkaufen. Das ist Gallimimus. Das ist alles Gallimimus. Wissenschaftler zuweisen. Cool, ich kann dich alleine zuweisen. Superb. Weil der tut uns jetzt die Extraktion, also das Ganze ein bisschen Genom ein bisschen bearbeiten. So, schaut. Weil wir haben jetzt 2 Plätze.
Jetzt brüllt doch nicht so. Ich würde die Zäune ein bisschen gerne umgestalten. Ich hatte überlegt, dass wir das noch ein bisschen nach vorne ziehen von der Fläche her. Dafür muss ich eine bestimmte Ecke aber für ein Sekündchen. So für eine Sekunde auskapseln, weil ich die Ecke dann in Angriff nehmen muss. Einfach um die Fläche ein bisschen zu vergrößern. Super. Kriegen die von mir noch ein bisschen mehr Fläche? Haben wir auf der Karte? Ne, Karte. Map. Ist zwar ein Riesengehege jetzt am Ende, aber da sollen eigentlich die meisten unserer Pflanzenfresser am Ende auch reinkommen. Wäre so meine Idee dahinter. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne so machen. Also die Fossilienextraktion ist jetzt auch abgeschlossen. Dann tun wir jetzt noch schnell hier das. Das heißt nicht versperrt, hä? Abreißen will ich. Das komische Ding kann man hier auch abreißen. Perfekt. Dann ist es nicht ein bisschen abgerundeter. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. So, Genom entschlüsseln. Dafür müssen wir jetzt hier rein wieder. 2 Dreier haben wir, das ist super. Wahrscheinlich eh, wie sich es genau ausgehen sollte in dem Fall. Die ist überarbeitet, aber wir können euch beide darauf ansetzen. Perfekt. Kann ich dann trotzdem schon mal irgendwas anderes noch schnell machen? Ich würde gerne den Brachium machen, aber ich tue jetzt einfach den noch schnell. Danach kann die auf Urlaub gehen. Meinetwegen. Hier setzen wir gleich nur einen Zaun an. Ich kann natürlich auch total falsch liegen. Und am Ende ist es komplett anders. Aber ich werde es mal so bauen, wie als ob ich wüsste, was ich tue. Das ist jetzt nur ein Gehege für eine Gattung. Unsichtbares Tor brauchen wir natürlich hier auch. Es kriegt noch Strom. Das wird noch alles bestromt. Es dauert so ein bisschen Zeit, bis er das Ganze durchbaut, weil jetzt tut er erst gleich das Stück bauen und dann fängt er mit den neuen Stückchen an. Genau, hier. Dann schreit er natürlich, dass kein Strom da ist, aber alles in bester Ordnung in dem Fall. Das dauert jetzt einfach seine Zeit. Das dauert einfach jetzt ein Zeitchen und dann ist alles gut. Ja, ich habe gerade gehört. Er tut es hier immer in einer sehr interessanten Weise fertig bauen. Jetzt sollte das, genau, jetzt wird noch der Rest angeschlossen.
Ist das angeschlossen? Und dann haben wir das nächste Gehege fertig. Perfekt. Und dann sollte gleich die Entschlüsselung auch da fertig sein. Beim Abschluss von Aufgaben steigt der Stressel für den Wissenschaftler an. Eingesetzt erhalten Sie das Merkmal verlängert, die Effizienz verringert sich. Sie sollten sich regelmäßig ausruhen. Das ist es. Ein Durchbruch. Ein völlig neues Genom. Soll das heißen, wir haben einen neuen Saurier entdeckt? Eine nie dagewesene Spezies? Naja, ein unglaublicher Fund. Aber technisch gesehen kein Dinosaurier. Sondern ein urzeitlicher Synapsid. Dimetrodon. Hatte Hammond denn so einen? Nicht, dass ich wüsste. Perfekt. Ein Biosyn-Original. Die DNA ist aber nur ein Teil des Puzzles. Wir brauchen noch eine Brutstätte, um diese neue Gattung zu synthetisieren. Erst dann können wir sie ausbrüten und freilassen. Ganz kaum erwarten. Wäre echt das hier ganz praktisch, oder? Ah, dann muss ich ja das Tor hier rausnehmen wahrscheinlich. Weil dann muss ich jetzt bauen... die Brutstätte. Dann wird das jetzt das Brutstättengehege. Da passt ein Tor sogar zwischen. Nice. Das ist super. Ich hab ich jetzt richtig. Oh Gott, ich hab's falsch rum wollen. Shit, falsch rum. Das Gebäude hat jetzt in die falsche Richtung geschaut. Also ich wollte nur schnell dem Personal auch noch sagen, dass die, die sehr hoch sind vom Level her, sich jetzt kurz mal alle ausruhen dürfen. Wenn wir das Ganze hier umbauen. Aber von der Position her ist das gleich relativ gut für uns. Wir werden jetzt nochmal. Perfekt. Genau vom Kontrollzentrum. So wollen wir das doch haben. Super. Synthetisieren Sie folgenden Saurier, brüten ihn aus und lassen ihn frei. Dann brauchen wir noch einen Gehegeplatz für das Ding. Ach schau, da haben wir doch direkt ein Tor dran. Noch ein Tor und da auch noch ein Hintor. Weil das Ganze ist dann am Ende so ein richtiges Netz, durch das du durchfahren kannst. Dann Saurier synthetisieren. Das ist er hier. Ah, warte mal, wenn die Wissenschaftler sind hier gerade alle sich im Ausruhen. Dann spulen wir mal kurz ein bisschen vor. Da freuen sie sich jetzt alle drüber. Brutstätte ist ready. Die Brutstätte würde ich auch so weit baumlos machen, damit wir sie sehr gut fangen können. Super, alle sind ausgeruht, alle sind frisch und munter. Intolerant. Nicht fit. Großer Hunger. Kann ich das Genom modifizieren? Ich glaube, es ist nicht wirklich verfügbar für uns, kann es sein? Ich kann Langlebigkeit hochdrehen. Also im Grunde haben wir nichts frei. Ne, wir tun einfach beenden. Und tun ihn so, wie er ist. Wissenschaftler zuweisen. Gelegegröße 6, okay, also brauchen wir eh nicht mehr. Super.
Wir tun das Gehege auch mal leeren. So, ich tue die Zeit mal auf normal stellen. Das sind jetzt eher unsere ersten Eier auswählen. Scheu. Aggressiv, intolerant. Intolerant, großer Hunger. Scheu. Aggressiv finde ich uncool. Großer Hunger finde ich jetzt nicht schlimm. Der wäre auch in Ordnung. Viel gleich haben wir auch gebraucht. Nehmen wir die zwei. Vier sollten wir brüten. Perfekt. Dann passt es ja ganz gut. Die Frage... das wird schon reichen von der Größe her. Ich überlege bloß, ob ich hier eine Durchfahrt designe, wenn wir uns das anschauen. Dass ich hier einen Weg durch doch gestalte. Durch das die Teams dann durchfahren können, damit die nicht immer durch die großen Gehege durchfahren müssen. Vielleicht gar nicht so undoof. Kriege ich noch ein Wasserkraftwerk? Okay, Wasserkraftwerk könnte ich überall hinbauen, ne? Wait, kriege ich da einen Weg hin? Perfekt. Und da hinten. Perfekt. Dann können wir die jetzt freilassen. Ich könnte auch rein theoretisch per Airlift direkt machen. Ich will sie mir einmal anschauen. Böse! So, okay, wir haben jetzt hier also Bereich, Bestand. Wald, Wasser, ich gebe die gleich mal zum Auftrag frei. Wo ist es denn unser Heli? Einfangteam. Aufgabe zuweisen. Aufgabenplatz voll. Komfort liegt bei 70% gerade. Viel Wasser, ein bisschen Wald, ein bisschen Sand. Das können wir ja schnell umsetzen. Indem wir hier hingehen. Sagen wir, machen hier ein Wassergebiet. So, zack. Das gleich macht alles Wald, ne? Dann brauchen wir noch Sand. Alles Sand, okay. Natürlich Beute, dadurch, dass die auch fressen sind, kriegen sie wieder zwei.
Anfrage zur Produktabholung erhalten. Na komm, das schafft ihr doch wohl. War natürlich jetzt ein bisschen unnötig. Aber mei. So habe ich es früher auch irgendwie immer gemacht. Cool wäre, wenn man ihn irgendwie das auch so ein Transporterlager bräuchte und dann auch so einen großen Transporter. Also sozusagen für die dementsprechenden Tiere, die man hat, die Transporter selber benötigen würde. Was aber hier noch brauchen, ist natürlich ein... Eine Plattform brauchen wir hier noch. Produkt wurde eingesammelt. Produktzustellung bestätigt. Wir machen hier gleich die Lupe ein bisschen erweitert. Produkt transportiert. So, dann geben wir dem Ranger-Team mal kurz einen Auftrag. Aufgabe hinzufügen. Bitte sich mal die Tiere anzuschauen. Sie sagen aktuell 70% fehlen. Ah, die wollen Fleisch, die wollen gar keine Hühnchen. Dann brauchen wir. Angeblich fehlendes Wasser. Zu wenig Wasser, zu wenig Wald. Das ist natürlich alles noch anpassbar, das ist natürlich absolut kein Problem. Dann nehmen wir die Walddichte. Schon, jetzt sind sie gut. Auch dank Ihrer Anstrengungen wird immer deutlicher, dass Biosyn die neue Heimat der Paläobiologie wird. Unsere Zukunft ist die Vergangenheit. Gut, es gab erwartungsgemäß ein paar Probleme, aber alles ist gut gegangen. Jetzt können wir zur nächsten Phase von Biosyn übergehen. Unsere Operation hat Weltklasse, also expandieren wir international. Biosyn ist die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Worauf konzentrieren wir uns als nächstes? Wir verbessern unsere Forschungsanlage weiter. Das führt zu Verbesserungen überall. Ah, ich will ein Kronjuwel. Etwas, worauf wir alle stolz sein können. Auf zu den Reagenzgläsern. 100% komplette Sauriergenome. Okay. Die genetische Verbindung zwischen Vögeln und Sauriern ist lange etabliert. Mit einem gefiederten Saurier haben wir endlich unseren Beweis. Ja, ein lebendes Exemplar. Das wird unglaublich. Worauf warten wir? Zeit, die Forschung zu beginnen. Ja, wir sind hier schon am Forschen. Bedeutet, das Gebäude müsste dann ja eigentlich fertig werden, richtig? Ist die letzte Stufe, die Stufe 4. Oh ja, ich glaube, das war das Gebäude dann. Oh ja, das ist es. Der Ring. Der fertige Ring, ja super. Schaut sehr schön aus. Ups. Wunderbar. Biosyn steht kurz vor der Perfektion. Alles, was Ingen je sein wollte. Und mehr. Das ist schon was. Es ist nur... Nur was? Naja,
An diesem Punkt dachte InGen auch, alles laufe rund. Und dann entgleiste es völlig. Ja, also da kann ich Sie beruhigen. Ich bin nicht Hammond. Was für ein Ego. Ich bin auch nicht so technikversessen wie Masrani. Der Erfolg ist uns sicher. Das ist ganz offensichtlich. Oh, ich wollte damit nichts sagen. Nein, ich verstehe schon, was Sie meinten. Sie haben nicht Unrecht. Das Scheitern anderer hat unsere Erfolgsaussichten enorm gesteigert. Hammond und Masrani haben die Welt weit vorangebracht. Sie waren nur viel zu kurzsichtig. Da setzen wir an. Wir haben den Weitblick, sehen das Gleichgewicht. Diese Neuerungen müssen auch ein Geschäft haben, das sie stützen kann. Das macht Sinn. Gut, Biosyns Interesse gilt nicht nur den Sauriern. Sie haben nämlich das Potenzial, alles Leben auf diesem Planeten verbessern zu können. Wenn wir die Gelegenheit nicht ergreifen, wird es ein anderer tun. Warum also nicht wir? Cool. Aber Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Huch, was ist denn hier los? Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.